Produkte werden auf unterschiedlichste Art und Weise verpackt. In Flaschen, Bechern, Tüten, Schalen, Rohren oder eingewickelt in Papier. Verpackungen schützen unsere Lebensmittel. So können sie überhaupt erst gelagert, transportiert und verkauft werden. Durch Verpackungen bleiben Produkte oft länger haltbar und sie bieten auch eine Fläche, um den Verbraucher zu informieren. Aber in einigen Fällen sind Verpackungen vor allem eins: ein Mittel, den Verbraucher auszutricksen. Eine kleine Exkursion in die Welt der Mogelpackungen. Unlängst hat ein gewaltiger Skandal die Schweiz erschüttert. Coca-Cola verkündete das Ende der 0,5 Liter PET-Flasche. Ab April gibt es nur noch 450 Milliliter Flaschen. Der Preis bleibt gleich. Ist zwar gesünder, weil weniger Zucker, aber natürlich vor allem eins: eine versteckte Preiserhöhung. Weniger Cola für den gleichen Preis heißt, Cola kostet jetzt mehr Geld. 1-Liter Flaschen werden ebenfalls komplett abgeschafft, an ihre Stelle treten 750 Milliliter. Auch hier wird es wahrscheinlich teurer. Deutschland bleibt von diesen Entwicklungen zum Glück erstmal verschont. Coca-Cola ist quasi der Popstar der Softdrinks und gehört zu den wertvollsten Marken der Welt. Hier wird natürlich direkt über jede Veränderung berichtet, andere Lebensmittel haben da mehr Glück. Der Verbraucher kennt die Preise im Supermarkt, da fällt jeder Cent mehr direkt auf. Und wenn ein Frischkäse plötzlich 30 Cent extra kostet, gibt es genug Auswahl, um vielleicht doch einen anderen zu kaufen. Davor haben die Firmen natürlich Angst. Deshalb wird lieber die Menge reduziert. Bei Lindt fehlt eine Praline, bei den Softies gibt es weniger Taschentücher, bei L'Oreal weniger Man Expert Waschgel, bei Milka weniger Schokolade. Teilweise fallen die Preise zwar etwas mit, aber nicht proportional. Heinz macht es besonders geschickt. Erst verkleinerte man 2015 die Flasche von 500 auf 400 Milliliter und passte den Preis nur etwas an. Im Januar dieses Jahres stieg man wieder auf 500 Milliliter um. Jetzt kostet die Flasche rund 30 Cent mehr als vorher und der Kreis schließt sich bei einer 28-prozentigen Preiserhöhung. Preise zu erhöhen ist natürlich kein Verbrechen. Alleine aufgrund von Inflation muss man ab und zu mal den Preis anpassen. Aber die Verpackung minimal zu verändern, um zu suggerieren, dass alles beim Alten wäre, obwohl man kräftig angezogen hat, wirkt schon irgendwie hinterlistig. Lars Valentin, der Ex-Vice President für Communication und Design bei Nestle, hat einmal gesagt: Eine Packung ist vergleichbar mit einer Werbung von 5 Sekunden, die ständig läuft. Oft entscheiden sich Kunden erst im Supermarkt, was sie denn jetzt genau kaufen werden. Diese Kaufentscheidung kann durch gute Verpackungen beeinflusst werden. Produkte, die besonders attraktiv und wertig wirken, werden eher von uns gekauft. Marken setzen auf Wiedererkennungswert, um gefunden zu werden. Packungen kommunizieren Produkteigenschaften und Qualität. Sie werten das eigentliche Produkt auf und verleiten uns dazu, höhere Preise zu akzeptieren. Bei Lindt gibt es zum Beispiel oft geprägte Elemente auf der Verpackung und ein golden glänzendes Logo. Da wirkt der Preis gleich angemessener. Einige Verpackungen gehen aber einen entscheidenden Schritt zu weit. Im Versuch, einen gewissen Wert zu suggerieren, werden Produkte überverpackt. Ausgerechnet Bio-Obst und Gemüse wird aus recht unerfindlichen Gründen in der Regel in Plastik verpackt. Gesetzlich muss Bio zwar klar gekennzeichnet und von regulären Produkten abgegrenzt werden, dafür braucht man aber natürlich keine Plastikverpackung. Eigentlich würden Bio-Sticker oder ähnliches reichen. Leider verkaufen sich verpacktes Obst und Gemüse einfach besser, vermutlich weil sie sich wertiger anfühlen. Es gibt auch zahlreiche Luftpackungen. Röntgenbilder der Verbraucherzentrale Hamburg zeigen, wie einige Produkte total aufgeblasen verpackt werden. Jeder kennt die luftgefüllten Chipstüten, aber auch Waschpulver, Mauarm, Bake Rolls, Crispy und Thin Oreos und zahlreiche andere Produkte sind ziemlich irreführend verpackt. Beim Mondamin Lieblingsgrießbrei klassische Art sind stabile 83% der Packung ohne Inhalt. Auch Mini-Packungen in größeren Packungen sind beliebt. Es gibt zum Beispiel mit Kaffeepulver gefüllte Plastikkapseln in aufgepumpten Tütchen in einer großen Verpackung. Cornflakes und Müsli sind oft in einer Plastikverpackung in einem Karton verpackt. So wird der Inhalt vor den Weichmachern in den Farbstoffen, mit denen der Karton bedruckt wird, geschützt. Es gibt zwar auch harmlose Druckfarben, die man nutzen könnte, das lässt man aus Kostengründen aber lieber sein. Der Plastikpokal für die ekelhafteste Überpackung geht allerdings an Lorenz für den Chipsletten-Stunt. Den Pringles-Abklatsch gab es früher einfach im Rohr. Seit 2018 findet man die Chips in einer Plastikschale, in frische Folie, in einer Pappdose. Bei gleicher Größe und gleichem Preis, aber 70 Gramm weniger Inhalt, beträgt die Preiserhöhung satte 70%.
Verpackungen werden immer effizienter und smarter und haben sicherlich ihren Zweck. In vielen Fällen sind sie bei Produkten hinsichtlich des gesamten ökologischen Fußabdruckes das kleinere Übel. Außerdem wird in Deutschland ordentlich recycelt. Trotzdem wird ein großer Teil des Mülls aber auch einfach verbrannt. Deutschland produziert pro Person so viel Müll wie kein anderes europäisches Land. In vielen Fällen nehmen Hersteller Müllberge in Kauf, um Produkte wertiger aussehen zu lassen oder um Kosten zu sparen. Hier geht es nicht um das Produkt oder die Umwelt, sondern um Profit. Es gilt, Verpackungen neu zu denken. Wie viel muss ich aufreißen? Durch wie viele Schichten Plastik muss ich mich durcharbeiten, bis ich zum eigentlichen Produkt gelange? Supermärkte, die fast ohne Verpackungen auskommen, demonstrieren ganz klar, dass der Müll nicht immer sein muss. Cheers! Sogar im Supermarkt wird versucht, dich auszutricksen und hinters Licht zu führen. Naja, so wild ist es vielleicht nicht, aber im Neuland-Internet sieht das ganz anders aus. NordVPN war so freundlich, dieses Video zu sponsern. Ein VPN ist eine absolut großartige Möglichkeit, anonym zu surfen, deinen Standort geheim zu halten und deine Daten zu verschlüsseln. NordVPN ist super einfach zu bedienen und mit ein paar Klicks kannst du Server fast überall auf der Welt auswählen und quasi von da aus surfen. Das umgeht zum Beispiel auch Geoblocks bei Inhalten und ist super praktisch, wenn man auf Reisen ist. Mit nur einem Account kann man bis zu 6 Geräte gleichzeitig verbinden und das VPN ist wahnsinnig schnell. Unter nordvpn.com/simplicissimus kriegt ihr 75% Rabatt auf einen 3-Jahres-Plan. Damit kostet ein Abo nur ca. 2,70 Euro im Monat. Und als Bonus gibt es mit dem Code SIMPLICISSIMUS einen extra Monat gratis dazu. Der Link zum Angebot ist ganz oben in der Beschreibung. Ansonsten hoffen wir, dass es euch gefallen hat und bis zum nächsten Video.